Hallo liebe Minecraft-Freunde von nah und fern und willkommen in Folge 46 hier auf dem Unlimited World Server. Ja, heute mal eine ziemlich aktuelle Aufnahme, da ich habe nichts mehr auf Festplatte abgespeichert. Somit müssen wir mal wieder eine Folge aufnehmen, sodass ihr auch versorgt werdet mit ein paar Projekten, wenigstens ein Minecraft-Projekt. Ja, momentan habe ich wirklich einiges um die Ohren, so an Projekte, was so abgeht mit Filme, mit Musik und ja, man hat halt immer irgendwie ein bisschen was zu kratscheln. Und da ist es dazu gekommen, dass ich gar nicht mehr so viel hatte auf Festplatte, ja, und naja, müssen wir auf jeden Fall ein bisschen was aufnehmen. So, was machen wir denn heute? Ich habe mich mal so ein bisschen orientiert, was wir so gemacht haben. Ich habe jetzt erstmal hier die Kohle verteilt. Wir haben jetzt überall wieder ein Stecken komplett drin, das heißt, wir können wieder ordentlich schmelzen. Ist natürlich eine coole Idee. Ich habe auch überlegt, wir haben auch ein paar Sachen, die wir schmelzen können. Neben ein paar Cobblestones natürlich auch ein paar Erze, Gold und Eisen. Lohnt sich aber nicht, sodass ich mir was anderes überlegt habe. Und zwar, wir haben ja hier unsere Mending-Spitzhacke, die ich geschenkt bekommen habe. Und die würde ich ganz gerne reparieren wollen. Und das machen wir heute einfach mal. Wir gehen mal ein bisschen zu der Skeleton-Farm und farmen einfach mal ein paar XP, sodass wir die mal reparieren können. Weil dann können wir unten ein bisschen weitermachen und ich kann euch das dann auch mal zeigen. Ich habe nämlich schon wieder ein bisschen was geschafft zu machen. Vorerst aber hier an unserem Briefkasten. Und der ist jetzt leer. Habt ihr ja gesehen, letzte Folge. Der Spendentrichter. Ich habe gesagt, ich wusste nicht, von wem das ist. Ja, der Drachen hat das einen Tag später quasi in seiner Folge dann auch gelüftet, das Geheimnis. Und zwar hat er mir als kleines Dankeschön dafür, dass ich ihm geholfen habe mit der Spider-Farm, hat er mir hier ein bisschen was spendiert in den Spenden. Trichter. Dafür recht herzlichen Dank, lieber Drachen. Freut mich auf jeden Fall. So, da bin ich. Hallo. Freut mich. Und ja, cool. So, ich habe die Koordinaten schon im Kompass drin. Das heißt, das Erste, was wir machen, wir gehen jetzt erstmal zum Spawn. Da ist wahrscheinlich wieder ordentlich Trubel. Gucken wir mal nach. Nö, geht eigentlich. Doch, ein paar hängen ja ab irgendwie. Ja, okay, alles klar. So, und wir gehen natürlich erstmal Richtung Bahn. Denn ja, der Dave, der hat mir mal gezeigt. Oh, hier. Ein Mädchen. Haut ab. Hat aber schöne Strümpfe an, so blau, ne? So dunkelblau. Toll. Ja, und zwar der Dave, der hat uns ja mal gezeigt, wo diese Skeleton-Farm ist. Und die ist halt da so querfeld eingegangen. Ich habe mir jetzt einen neuen Weg gesucht, der für mich persönlich ein bisschen bequemer ist zu laufen, beziehungsweise zu fahren. Ich bin ja eine faule Sau, wie wir wissen. Und deswegen fahre ich da ganz gerne immer mit diesem, ja, wunderbaren Zugsystem, was es hier auf dem Server gibt. Das ist wirklich klasse, da wirklich in alle Himmelsrichtungen hier die Schienen verlegt worden sind. Und somit ist man von recht schnell von A nach B zu kommen. Perfekt hier einfach, ja. Mit diesem schönen Plug-in, was hier drauf ist, wo man dann schön Zug fahren kann. So, ich habe mir das natürlich schon gemerkt, deswegen weiß ich ja, wie das funktioniert. Wird gleich wieder ein bisschen laut. Achtung, zack. Und nun geht's los. Wie gesagt, nicht wundern, das ist, rumpelt immer ein bisschen. Ist eine Rumpelbahn. So, schauen wir mal. Dauert nicht lange, wie gesagt, keine Minute. Müsste das dauern und dann sind wir am Ziel. Geht wesentlich schneller als zu Fuß. Das ist richtig praktisch. Ich benutze auch immer die Kompassnadel, wie gesagt. Ja, das ist normal. Wenn ihr da mal mit der Bahn fährt, dann heißt es einfach nur, dass die Welt neu lädt. Guck ein Plugin, was da drauf ist. Und ja. Es rumpelt aber auch gut heute hier. So, und ich habe ja wie gesagt immer einen Kompass bei. Und somit sehe ich dann ganz genau, aha, alles klar, da muss ich aussteigen. Doch, das ist alles im grünen Bereich, wie wir sehen. Ich habe mir das auch gemerkt, und zwar an den Birken, da müssen wir dann später aussteigen. So, sind wir fast am Ziel. Noch nach oben. Das können wir auch noch mitnehmen, den Tunnel. So, da sind nämlich die Birken. So, da fahren wir auch noch kurz durch. Jetzt sind wir zu weit gefahren, glaube ich. Ist der Vorführeffekt, oder? Ja, hier ist die Birke. Da müssen wir jetzt aussteigen. So. Und jetzt gehen wir hier mit der Kompassnadel einfach nur den restlichen Weg. Wir sind ein bisschen zu weit gegangen, Leute. Sorry. Normalerweise wäre das, wie gesagt, ein bisschen... Ah, hier ist das Birkenhaus, ja. Wir sind ein kleines bisschen zu weit abgekommen. Wir hätten schon den ersten Baum, Birkenbaum mitnehmen müssen. Aber ist nicht weiter dramatisch, wie gesagt. Auch da finden wir relativ schnell hin. Wir sind schon recht nah dran, wie gesagt, am Ziel. Immer wenn ihr dieses Birkenhaus hier seht, dann wisst ihr schon, aha, da kann man nicht mehr viel falsch machen. Was ist hier?
Grotte der Amor. Amur. So. So, jetzt gehen wir mal hier durch die. Hey, das ist ja hier ein halbes Dickicht hier. Komme ich da durch? Nee, da komme ich nicht durch. Warum nicht? Ah, ist gut gemacht hier, dass man da nicht durchkommt. Ist clever. So, hier komme ich aber durch, oder? Ich will da auf die Brücke rauf. Vielleicht besser so, ne? Ah ja. So, nee. Gut, dann müssen wir da lang. Querfeldein hier. Laufe ich bei dem armen Menschen hier schon auf dem Dach rum. Unglaublich. So. Jetzt sind wir aber, glaube ich, auf der Brücke, oder? Oh Gott, Leute, Verzeihung, ich bin schon wieder total durcheinander. Eigentlich bin ich auf der. Ich bin auf dem Haus und nicht auf der Brücke. Ich will doch aber in die Richtung. Hm. Ah, das ist schon wieder lustig hier heute mit mir. Okay. Ach ja. Wäre ich mal bloß früher ausgestiegen, dann hätte ich mir das jetzt hier ersparen können. Ah, das ist jetzt wirklich suboptimal. Jetzt bin ich hier total in irgendeinem Hinterhof. Watercave Crafter am Hinterhof. So, dass die Bahnschiene. Das wäre echt ganz gut. Dann gehen wir da mal wieder zurück. Zack. So. Okay. Dann bleiben wir einfach auf der Bahnschiene. Dann kann da nichts passieren. Dann laufen wir jetzt einfach zu der Birke. Dann geht das Ganze, wie gesagt, ein bisschen schneller. So. Kann ja mal passieren, ne? Wir waren ja auch schon eine ganze Weile nicht mehr da. Und irgendwie ist ja ständig ein Fail. Wenn ich aufnehme, dann passieren immer die meisten Fails. Ich weiß auch nicht, warum. Das muss irgendwie so ein... so ein Programm sein, was im Hintergrund läuft, da wo man dann immer sagt, so, ah, wenn Watercave Crafter aufnimmt, ja, dann muss ein Fail passieren. Ne, das ist dann so dieser Vorführeffekt quasi. Was ist denn das hier? Achso, Waggon rufen, ja, das ist jetzt, hätte ich damit auch zurückfahren können, will ich aber nicht, wie gesagt, weil das ist ja hier in der Nähe. So, da ist ja schon die Birke, oder? Wenn das die ist, dann muss ich hier in die Richtung, glaube ich. Wird der lachen, wenn ich die Koordinaten falsch eingetippt habe, aber das kann ich mir jetzt beim besten Willen ehrlich gesagt nicht vorstellen. Oder dass die geändert worden sind oder so. Oh, hier habe ich Sprungkraft. Na, wir werden mal schauen, wie gesagt. Wir haben ja Zeit, Freunde. Im Hintergrund läuft. Oh, im Hintergrund läuft auch gerade wieder Entspannungsmusik. Das ist ja sehr entspannend, stelle ich gerade fest. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich da nicht nirgendwo reinplumpse. Doch, da ist das Windmühlenblatt. Alles klar. Ja, 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 natürlich, natürlich, natürlich. Wir sind auf dem Weg, Freunde. Wir sind auf dem Weg. Ja, ich sag ja, ich hätte nur bei dem ersten Baum aussteigen müssen. Und dann wäre das alles gar kein Problem gewesen. So, hier ist der Shop. Oder? Ja, genau. Richtig. Das ist richtig. Oh, hier steht jetzt ein Portal. So. Haben wir mal eine kleine Wanderung hier mitgemacht. Huch, hier steht ein Pferd. Hallo. Na, alter Gaul. Da hinten, seht ihr den Turm? Da ist es. Da müssen wir hin. Da, wo der Turm ist. So, da siehst du, stimmt doch alles noch. Gut, dass es diese Kompass gibt. Also ich finde dieses Plugin mit diesem Navi auf dem Kompass übrigens absolut genial. Das muss ich wirklich sagen. Also das finde ich wirklich eine tolle Sache. Die ist wirklich sehr sinnvoll. Und... Moment, ich muss jetzt da lang. Ach Mensch, jetzt komme ich da wieder nicht hoch. So. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo das hier ist, das, ne? Ja. So, da muss ich runter. Es wird auch nicht lange dauern, die Aktion, wie gesagt, weil da ist ja noch so ungefähr, so ich schätze mal 50% wird da drauf sein. Also das ist jetzt gar nicht so viel. So. Ah, hier ist ein bisschen umgebaut worden wieder. Okay. Jetzt sind sie hier. Ja, also er baut hier öfter mal ein bisschen um. Ist jetzt schon das zweite Mal, dass ich gesehen habe, dass umgebaut ist. Hier ist da ein Knopf. Leiter nach draußen. So, da oben habe ich es aber schon runterplumpsen. Wunderbar. So, dann schaffen wir mal hier mal ein bisschen Platz. Ich habe mir auch ein paar Bögen mitgenommen, falls wir die ja, verzaubern wollen. Ihr seht, da ist jetzt noch 50% drauf. Also das geht jetzt hier gleich recht fix. Ich mache das auch mit der Hand. Theoretisch kommst du dann hier runter.
Hallo. Mal sehen, ob wir Glück haben. Hallo. Bisher hat die immer ganz gut funktioniert. Ich weiß nicht, ob sie immer noch funktioniert. Hier ist übrigens die Geschichte mit dem Wasser, könnte man runterspringen. Irgendwie funktioniert die jetzt nicht mehr so, oder wie? Oh, doch. Ah ja, geht noch. Wunderbar. Ja, prima. Zack. So, der Quallenfresser ist online. Den kennen wir. Grüße dich, Quallenfresser. Ich habe dich gerade gelesen. Schön. So, hier, komm, mit dem Knochen vermöbeln wir die jetzt. Ja, ist ein super Prinzip hier mit dieser Falle. Genauso baue ich die ja auch meistens auf. Und ihr seht ja selber, das geht hier ratzfatz, wenn man da XP farmen will. Das ist wirklich eine tolle Sache. Und dann kriegt man hier halt auch diese Bögen. Und damit können wir natürlich sofort einen anderen Bogen reparieren. Zack, und schon haben wir einen neuen. Wunderbar, lohnt sich. So, hallo. Zack. Perfekt, also ist wirklich eine coole Falle, finde ich. Die ist nicht so weit weg und einfach zu erreichen, wenn man nicht aus Versehen vergisst auszusteigen. Aber das ist mir im wirklichen Leben auch mal passiert. Da saß ich damals, als ich noch aktiv war in der Außenwelt und noch nicht so das Captain Nemo-Prinzip angewandt habe. In der U-Bahn. War auf dem Weg zur Arbeit und irgendwie war ich noch so müde, weil ich wieder die Nacht davor gefeiert habe. Und ich bin liegen geblieben in der U-Bahn und habe gepennt, Leute. Ich habe da wirklich gepennt. Und auf einmal wache ich auf und war im Tunnel. Und dann habe ich festgestellt, so, huch, ich bin ein paar Stationen zu weit gefahren. Ja, mit dem Arbeiten war da natürlich nichts. Dann brauchte ich wieder einen Jelmschein, wa? Brauchte ich wieder Urlaub auf Jelm. Also das war mal wieder so eine Sache. Ich so, oh. Aber liegt, wie gesagt, schon lange zurück. Das war irgendwann in den 90ern gewesen. Und ja, ich bin ja schon ein alter Sack hier, ne? Wissen wir ja. Und so ist es passiert. Deswegen sollte man das nicht zu dramatisch sehen, wenn man auch in Minecraft mal ein bisschen weiterfährt, ne? So. Wie haben wir? Ja, das geht doch gut hier. Hallo. Bis jetzt habe ich hier noch nie jemand anders gesehen. Also irgendwie kommt mir so vor, wie ob ich hier der Einzige bin, der hier immer ein bisschen XP farmt. Außer Dave, der macht das, glaube ich, auch immer. Der holt sich immer die Knochenblöcke hier zusammen für seinen Concrete, den er braucht. Der hat da auch irgendwie viel aufgenommen. Wohl jetzt hat er mir gestern erst, also recht aktuell, über WhatsApp-Group mitgeteilt, dass er da wohl auch ganz viel jetzt Let's Play schon aufgenommen hat. Irgendwie über 30 Folgen wohl. Also auch da können wir gespannt sein, was der liebe Dave uns da irgendwie, der Minecrafter Dave, da irgendwie noch zu zeigen hat hier von dem Server. Ich bin sehr gespannt, da ich da ja keinen Einblick habe. Beim Drachen, da weiß ich schon ungefähr immer, was so ein bisschen kommt, so in diese Richtung. Beim Dave, da habe ich immer so, ja, das ist immer so verschieden halt, ne? Mal zeigt er bestimmt uns den Server, wie der aussieht, mal ein bisschen, wie er baut oder wie er farmt, vielleicht auch ein bisschen Let's Show. Also da wird immer so ein bisschen gemischt sein. So, ja, das dauert hier, wie gesagt, eine Weile. Eigentlich geht das schneller, aber irgendwie, also ich weiß nicht, das, irgendwie kommt mir das so vor, wie ob die jetzt, seitdem die hier steht, die Falle, weil vorher war die woanders, dass das hier ein bisschen länger dauert, aber ich kann mich auch täuschen. So. Zack. Aber es kommt, es kommt, es kommt. So, jetzt esse ich erstmal ein Brot hier. So, erstmal ein Brot essen. Zack. Wie teuer ist eine goldene Pferderüstung? Ja, das würde mich auch mal interessieren. Ich habe auch eine. Schreibt mal bitte einen Preis rein. Ah, die hören mich natürlich nicht. Oh, jetzt geht's schneller. Und das wäre natürlich mal mega interessant zu erfahren. 25 Dias. Na, das ist ja ein Deal. Würde ich machen. Ich habe auf jeden Fall eine Kette eine. Gegen 25 Dias würde ich das auf jeden Fall machen. Jetzt schreibt einer nein. Ich sagte, wir machen noch einen Großshop auf irgendwie. Mit den ganzen Sachen, die wir dann haben. Aber erstmal möchte ich den Keller fertig ausgehoben haben und dann verkaufen wir die Sachen. Dann werden wir uns ganz auf das Verkaufen spezialisieren. Dann werden wir Dias holen. Dann können wir uns wirklich fette Rüstungen machen. Und was weiß ich was. Irgendwie. Und dann mal weiterschauen, was man hier machen könnte. Von den Dias werden wir uns dann schön Quarzblöcke kaufen. Und dann können wir weiter unsere Butze machen.
So, da siehst du jetzt, sind wir schon auf 3/4, seht ihr das? Also dauert gar nicht so lange. Geht auf jeden Fall schneller als beim Angeln. Und ihr habt hier gleich noch hier so ein Gedöns hier. Ja, ist doch auch gut. So, jetzt haben wir eine Folge fast nur... jetzt haben wir fast nur eine... Was war das denn eben? So, dann auch nochmal. Sagt die beiden, die wollten gleichzeitig runter. So, ich sehe gerade, wir können jetzt wieder einen Bogen hier. Schaut mal, wir können jetzt wieder einen... Ja, siehst du jetzt, guck mal, jetzt haben wir schon zwei, jetzt haben wir noch einen zum Reparieren. Also zwei volle haben wir auf jeden Fall. Cool. Ja, jetzt haben wir nur eine Folge hier fast damit verbracht, nur mit Bahnfahren und hier mit XP-Farmen. Das ist natürlich für euch absolut langweilig, aber muss auch mal sein, dass wir auch mal so eine Folge machen, dass ihr das seht, dass das nicht einfach sich von selbst dort unten im Keller ausbuddelt, sondern dass auch tatsächlich, wenn man jetzt so wie ich jetzt hier solche Pickaxe hat mit Mending drauf, dass man die natürlich dann auch reparieren muss, weil ansonsten hat man ja nicht viel davon. Und das ist natürlich dann auch fast 20 Minuten, die man dann mal eben einfach nur dasteht und dann irgendwelche XP-Kügelchen farmt. Ne? Also dann seid ihr mal da live dabei, wie sowas dann abläuft. Und ja, in der nächsten Folge werden wir dann auch farmen. Das heißt also, ihr werdet dann sehen, wie wir den Keller weiter ausheben. Das heißt, ihr seid jetzt komplett dabei in so einem Minecraft-Tag, ja, wie der so abläuft. Ne? Manchmal so, wenn ich dann aufnehme, dann mache ich ja mehr Let's Show, dann seht ihr halt immer ganz viele fertige Sachen, nur die müssen irgendwie entstehen. Und na, deswegen, da ist viel, viel Zeit, die dabei drauf geht, ja. Jetzt habt ihr das mal 1:1, für die, die sich dann natürlich interessieren und sehen das einfach mal, wie sowas lange dauert. So, jetzt haben wir hier zumindest erstmal, schaut mal, wieder mal einen Bogen. Aber er ist noch nicht ganz. So. Lalalala. Hallo. Hallo. So. Ah, jetzt geht's ratz auf Fatz hier. Das freut mich richtig. Wunderbar. Da nehmen wir die Dinger mit. Schauen wir wieder einen Bogen. Aber ich glaube, das reicht noch nicht, oder? Nee, noch nicht ganz. Noch ein bisschen fehlt. Einer fehlt noch. Und dann können wir das machen. So, wie viel haben wir denn an Knochen? Na, da haben wir auch fast wieder ein Stecken voll. Wunderbar. Können wir neuen Zement herstellen oder Beton. So. So läuft das. Da farmen wir uns unsere Kügelchen zusammen. Na? Hallo. Klopf, klopf. Ja, das ist immer so diese Wartezeit, so, ne, die so am längsten ist. Zum Glück habe ich dann hier so einen Kaffee zu stehen und kann dann erst immer mal so ein Schlückchen Kaffee trinken. Ah, jetzt, oh, jetzt plumpsen sie wieder. Ja, perfekt ausgewichtet, aber ja, also wirklich, die brauchen wirklich nur einen Schlag hier, dann sind sie weg hier. Also wirklich richtig toll. Gut gemacht. Auch mit Slaps. Und so geht das. So, komm, Bursche. Noch ein paar brauchen wir. Dann ist die Folge wahrscheinlich eh gleich um. So. So. Ja, hier ist übrigens auch ein Amboss, den man natürlich benutzen kann. Hier Verzauberungstisch, Ender Chest ist alles da. Hier auch nochmal. Und hier ist übrigens ein Spendentrichter, ja. Also ich nehme ab und zu auch immer ein paar Spenden dann mal mit und packe da was rein. Also jetzt kein Müll oder so, sondern tatsächlich auch mal ein bisschen, meistens Lapis, wenn ich da was habe. Und das ist natürlich eine dufte Sache, weil dann freut er sich auch, dass er hier mit der Falle ein bisschen was verdient, weil wir haben ja dadurch auch ordentlich, wie gesagt, ein bisschen was bekommen. Immer, ne? Und das ist natürlich eine super Sache. So, schaut mal hier. Jetzt haben wir wieder einen Bogen fertig. Das ist Bogen Nummer 3. Jetzt ist wieder einer angefangen. Ist aber nicht schlimm. Da liegt noch ein Pfeil rum. So, den nehmen wir natürlich mit. Und hier ist nur ein Mülleimer, glaube ich. Ja, da ist ein Kaktusmülleimer. So. Zack. Zack. Da noch ein bisschen. Doch, nein, ich nehme ja alles mit. Für mich gibt es eigentlich in Minecraft gar keinen Müll. Also ich mache irgendwie alles irgendwie zu irgendwas Wertvollem oder verbaue das irgendwie. Also Müll in Minecraft gibt es bei mir nicht. Ich bin Jäger und Sammler.
wie im wirklichen Leben auch. Deswegen. Für mich hat alles Wertfall. Irgendwie kann man alles mal gebrauchen. Deswegen sammle ich alles. Wenn ihr was nicht braucht, immer rinne in meinen Spendentrichter. So, und ihr seht schon, was passiert ist. Da, die ist wieder heile. Wunderbar. Das wollten wir haben. Das war unser Ziel. Jetzt haben wir hier einen Knochen mehr. Naja, macht ja nichts. Haben wir wieder ein bisschen Bone Meal. So, das heißt ab nach Hause. Slash Home. So, haben wir das geschafft. Spenden tun wir dann beim nächsten Mal, wenn wir uns Lapis mitnehmen. Hatte ich jetzt vergessen gehabt. So, und dann können wir jetzt nämlich hier richtig cool nämlich weitermachen. So, gehen wir gleich mal runter. Mal kurz die Schätze hier mal in Sicherheit bringen, was wir mitgenommen haben. Hier sehen wir ja schon, da ist ja schon mal wieder ganz viel Bone Meal. Also ich habe da wirklich ganze Menge schon, wie gesagt, zusammengefarmt. So, hier haben wir die Flitzebogen, die verzaubern wir ja dann. Dann machen wir dann immer bessere draus. Ne, da müssen wir mal wieder dann nur mal XP farmen gehen, sodass wir dann noch Level haben, sodass wir die dann auch mal anbieten können. Ich fange jetzt schon an zu sammeln. Ja, Leute, und das ganze Interessante an der ganzen Geschichte, das ist dann dieses, dass ich im Prinzip dann, wenn wir dann hier fertig sind mit allem, wirklich ein riesiges Angebot habe an Produkten und Waren. Ihr seht ja schon auch da nur mal eine Kiste Pfeile und dann hat man auf einmal ratzfatz hat man die Diamanten zusammen, die man dann, wie gesagt, als Währung benutzen kann. Das heißt, es ist ein absolut cleveres Konzept, was ich hier eigentlich fahre, weil, ja, so seht ihr ja dann selber, wow, da hat dann im Endeffekt jetzt zwar viel gesammelt, es war viel langweilig gewesen, der hat sich ein großes Lager aufbauen müssen, aber dann kam er dazu, dass er dann seine Rohstoffe, die er dann braucht, die sehr schwierig zu farmen sind, wie Quarzblöcke zum Beispiel, dann ratzfatz zusammen hat. Also die Idee, die ich da habe, die ist schon wirklich gut. Das ist wieder Taktik, die ich da anwende. Ne? Ich bin ein taktischer Spieler. So, jetzt geht es hier erstmal in die Etage runter. Ich sehe gerade, hier müssten wir auch mal ein bisschen weitermachen noch, aber das machen wir später. Da wir jetzt erstmal hier ein bisschen am Farmen sind. Wir haben noch ein paar Minuten Zeit, seht ihr, dann kann ich euch das auch gleich zeigen, wie sowas dann aussieht. Ja, hier hatte ich ein paar Probleme gehabt mit Lava, da muss ich nochmal gucken, wie ich da weiterkomme. Hier, das sieht auch alles total zerrupft aus. Also je tiefer wir kommen, je krasser wird es. Also das ist wirklich heftig. So, unsere Pickaxe ist wieder fertig. Und nun geht es hier... Ach, jetzt haben wir da wieder ein bisschen Erde hier. Scheiße. Hätte ich mir wieder eine Schaufel mitnehmen müssen, aber ist egal. Vielleicht ist es ja nicht so viel. Ne, es geht sogar. Es sind nur zwei Blöcke. Na dann, wenn es nur zwei Blöcke sind. Da schreien wir doch nicht groß. So, und da seht ihr schon, es geht hier recht zügig, aber dauert halt immer noch lange. Und so mache ich dann den ganzen Krempel dann halt weg. Und, ja. So läuft das halt, ne? Ein bisschen Effizienz ist halt drauf. Und deswegen geht das dann halt so fast doppelt so schnell. Aber ist immer noch langsam genug. Da ist übrigens mal wieder Lapis. Können wir uns dann auch mitnehmen, wenn wir den Boden austauschen. Von oben brauchen wir keine Angst zu haben, dass da irgendwie Lava oder sowas auf uns runtertropft, weil das werden wir da auf jeden Fall nicht finden, weil da ist unser Boden, unser Birkenboden, da ist keine. Das heißt, wenn, dann kann hier nur in der Mitte Lava sein oder unter uns, dass wir da irgendwo reinfallen oder dass hier irgendwie so ein Lava-Spot ist. Diese Möglichkeit besteht natürlich auch immer, nur eigentlich hört man das und ja, deswegen passe ich da nicht so drauf auf. So, jetzt gucke ich gerade mal auf unserem Timer. Wir haben jetzt gerade aktuell 23,40 Minuten. Dadurch, dass ich jetzt ein bisschen weniger Folgen hochlade, glaube ich, können wir uns erlauben, auch wieder eine halbe Stunde Folge zu machen. Schafft man einfach ein bisschen mehr. Deswegen diese Folge ganz spontan entschieden. Machen wir jetzt auf 30 Minuten. Haben wir also noch 5 Minuten Zeit. Hier nochmal ein bisschen mit 5 Minuten was abzuruppen hier, ja. Und sich mal hier ein bisschen so den Felsgestein hier mal so ein bisschen so drum zu kümmern, dass er hier mal wegkommt. So, da gibt es erstmal nochmal ein bisschen Kohle. Kohlefreihaus, wunderbar. Blub, 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 blub. So, und damit haben wir auch, was ist das hier? Ah, das ist wieder Erde. Ja, die kommt immer wieder mal vor. So, und jetzt sehen wir schon, also auch hier lichtet sich das Chaos. Und das ist wirklich Chaos gewesen. Weil hier überall, hier sieht man das ja, da geht es dann runter, dann ist da noch ein Gang. Also je tiefer wir kommen, je zerklüfteter ist die Gegend. Da hinten seht ihr auch schon, da geht irgendeine Höhle rein. Also das heißt, es werdet ihr wahrscheinlich, wenn ihr auch hier so eine Zone habt. Hier zum Beispiel ist auch richtig krass. Aber da habe ich auch schon eine Idee, was ich mache. Deswegen habe ich hier immer meinen Birkenholz schon mal mit bei. Und zwar mache ich dann hier ganz klar einen auf den hier. So, und dann ist das gleich zu.
Und perfekt ist die Sache. So und wieder. 1, 2, 3, 4. Ich mache immer Vierer-Blöcke. Ich nenne es immer Blöcke, also Vierer-Blöcke, wo man hier wirklich dann hintereinander wegfahren kann. Das hat sich ganz gut gemacht. Ich habe es auch mal mit 5 probiert. Nur bei 5 so, ja, da hast du irgendwie dann nicht mehr so dieses Taktgefühl, ja. Ich mache das immer so Takt, so zack, 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 seht ihr selber. Und da ist schon wieder die nächste Höhle. Von unten haben wir sie schon ausgefackelt. Also das wird da, wie gesagt, richtig krass werden. Könnt ihr euch jetzt schon drauf freuen, sage ich euch, Freunde. So, hier, komm. Und dann machen wir hier gleich zu. Ja, wir müssen ja eh den Boden ziehen. Also aus dem Grund ist das hier nicht umsonst, was wir machen. Und somit haben wir dann gleich schon die Birke gelegt. Da hinten können wir auch schon ansetzen, sehe ich gerade. So. Zack. Perfekt. Und da können wir auch noch ansetzen, seht ihr? So. Da ist übrigens Lava, glaube ich, habe ich gerade gesehen, oder? Ja, da ist Lava. Da müssen wir aufpassen. Das kann gefährlich werden, weil das wird oft unterschätzt. Wie gesagt, auch das habe ich da total unterschätzt. Also da dachte ich auch so, naja, ist ja nicht so schlimm. Und auf einmal kam sie dann da rausgesprudelt. Und dann auch so, oh, scheiße. Müssen wir ein bisschen aufpassen. Nicht, dass wir da, wie gesagt, weil die tötet uns natürlich. Und solange, den Trank der Feuerresistenz, den werde ich hier nicht nehmen. Den nehme ich dann im Nether oder so, aber nicht, wenn ich in den Keller mache, weil so viel Lava ist hier auch nicht. Und da kann man ja nun wirklich ein bisschen vorsichtiger sein. Was ein Vorteil ist, was ich auf jeden Fall noch erwähnen möchte, ist, wenn man hier diesen Keller aufhebt und in die untersten Etagen kommt, dass es hier natürlich durch diese Höhlen jede Menge frei ist. Das ist alles, was hier frei ist, ist ja Luft. Und das brauchen wir im Endeffekt ja nicht abtragen. Das heißt, sind wir auf jeden Fall schneller fertig. Und da dürft ihr euch als Zuschauer nicht wundern, wenn ich auf einmal hier fast doppelt so schnell fertig bin oder dreifach so schnell fertig bin, wie als wenn ich normal eine Etage in den oberen Ebenen freigegraben habe, ja, oder vom Stein befreit habe. Ganz einfach, hier wie gesagt, viele Hohlräume, viele Höhlen und deswegen brauche ich die Steine logischerweise nicht wegzunehmen. Ist natürlich sehr praktisch, kommen wir schneller voran. Also hier das große Stück hier, das erspart uns mindestens eine halbe Stunde, mindestens. Aber es wird der Drachen dann auch noch erleben. Ja, der Drachen hat natürlich Glück gehabt, dass er so ein Mineshaft bei sich auf dem Grundstück hatte. Dort mit der Spider-Falle dann halt, ne, das ist natürlich eine gute Sache, wenn man sowas dann hat. Die kann er ja dann auch im Forum für die Allgemeinheit dann anbieten. Kriegt er natürlich auch immer Spenden. Hat er auch schon automatisch ein gutes Geschäftsmodell eigentlich. Wenn das richtig angeht, kann er dann natürlich ordentlich auch verdienen mit, ne. So, hier, wunderbar, seht ihr? Da haben wir jetzt auch schon gelegt gehabt. Ansonsten werden wir jetzt hier ein bisschen runtergeplumpst. Hier müssen wir gleich wieder verlegen. So. Also natürlich so ein bisschen nimmt man sich dann auch so diese Mystik, sage ich mal, weg. Wenn man so im Keller natürlich ganz viele Höhlen hat, die schon von Natur aus richtig cool aussehen, das verschwindet natürlich, ne? Weil wir dann ja wirklich dann eigentlich nur mal ein und so eine riesige Halle dann eigentlich haben, die wir eigentlich wahrscheinlich ähnlich nutzen. Also man muss sich da wirklich nochmal ein paar Gedanken machen, wie man die dann wirklich nutzen könnte. Vielleicht fällt mir dann auch noch irgendwas ein, weil so viel Lager brauche ich dann auch nicht. Ich sag mal, eine Etage reicht als Lager völlig aus. Als Handelslager, so werde ich das wahrscheinlich auch nennen. Ich habe ja lange überlegt, so, wie willst du denn das Ding dann nennen? Habe ich mich so überlegt, so, ja, nennst du Handelslager, weil das ist ja auf der einen Seite ein Lager und auf der anderen Seite soll ja da gehandelt werden. Deswegen passt das schon irgendwie. Vielleicht so kleine Shops aufbauen oder so, mal gucken. Wie wir das dann irgendwie machen, automatisieren oder so, das geht ja, glaube ich, gar nicht. Wäre natürlich auch cool, wenn es so ein Shop-System geben würde. Das wäre natürlich noch so der absolute Oberburner, ja. So ein Shop-System. So, wie sieht das Inventory aus? Ja, da ist noch ein bisschen Platz drin. Wenn ich habe oben schon mal vorsichtshalber eine Kiste hingestellt. Da, wo ich dann immer so ein bisschen den Cobblestone reinpacke. Weil ich den dann direkt dann immer umquartiere, dann nach oben. Da haben wir ja unsere Hauptkisten. Und so habe ich dann auch gleich ein bisschen Ordnung geschaffen. Aha, hier ist wieder Erde. Ich muss mir mal angewöhnen, immer meine Schaufel mit bei zu haben, weil die vergesse ich irgendwie immer. Ich weiß auch nicht. Ich habe immer einen möglichen Krempel bei, aber hier so, wenn das jetzt hier nur so ein bisschen ist, ja, dann geht's ja. Aber wenn das immer mehr ist, notfalls lasse ich das einfach stehen und mache das nachher ab. Das ist auch nicht weiter dramatisch. Okay, die nehmen wir noch schon mit. Ja, dann nehme ich das nachher. Warte mal, ich mache hier mal eine Fackel hin. Ja, das machen wir nachher, das ist mir zu viel. Okay.
So, pass auf, dann machen wir das mal wie folgt. Dann gehen wir jetzt mal hier runter. Oh, da ist... Oh, hier Eisen. Guck mal, schön Eisen hier. Wunderbar. So, dann machen wir das nämlich so. Das nehmen wir dann nachher einfach mit. Jetzt gehen wir hier einfach 4 rein. So. Da haben wir 4. Und somit sind wir auch wieder auf Kurs. Blub. Ja, das mache ich nachher dann mit Effizienz. Dann ist das ratzfatz weg, die ganze Erde oder Kies. Mache ich ja immer so. So, Leute, aber damit ist diese Folge jetzt schon vorbei. Das heißt also, in der nächsten Folge geht das hier weiter fröhlich mit dem Abtragen. Das kann ich euch jetzt schon sagen, weil ich jetzt gleich im Anschluss auch noch mal eine Folge aufnehme. Ich nehme dann wieder im Voraus auf und sage für diese Folge auf jeden Fall schönen Dank fürs Zuschauen und fürs Interesse und bis zum nächsten Mal. Tschüss!